Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historisch versuchten gespielten Rom. So, wir haben 48 nach Christus und vor Christus, Entschuldigung, das wäre ein bisschen heftig. Genau, wir sind jetzt wieder aus, aus Britannien in Anführungsstrichen vertrieben worden. Unser Kaiser ist wieder zurück, also beziehungsweise unser kleiner Cäsar. Zwar ein paar Jahre zu spät, aber genau um 48 nämlich hat sich Rom aufgeteilt in pro Senat und pro Cäsar. Und das kann man hier natürlich leider nicht machen, aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, genau, hier müssen wir auf jeden Fall gegen die britische Konföderation, brauchen wir hier ziemlich viele Legionen, also mindestens drei, würde ich sagen, also zwei hier und eine da, also eins, zwei, drei vielleicht hier, beziehungsweise hier, weil das sind ja unsere Verbündeten. So, die Flotte hier passt ganz gut. 1, 2, 3, ja. Und dann würde ich sagen, konzentrieren wir uns. Alter, Baktrien ist ja... Das ist so lustig, weil ich glaube, ich sage das ziemlich häufig. Also, das Ding ist halt... bei so vielen Let's Plays, also bei so vielen verschiedenen Aufnahmesessions, also eine Aufnahmesession von Makedonien dauert so in der Regel 2 bis 3 Stunden, damit ich wieder vorproduziere. Und dann, also ja, in der Regel, also wenn es gut geht, meistens ist es auch nur 1, 2 Folgen. Genau, und dann vergisst man ja voll schnell wieder, wie groß die sind. Was auch lustig ist, sind die Chimera, die hier sind. Ne, hier 2 Provinzen und hier groß. Und Saba ist halt hier und da. Kusch ist auch hier drüben. Das kenne ich nicht, aber Kusch ist auch hier. Baktrien ist hier riesig. Masketen. Was geht denn? Sind auch geteilt. Und hier Boyer. Und Geten sind auch. Ja, nicht klein. Also Geten. Was geht denn bei denen? So, Entschuldigung. Es ist schon ein bisschen spät. Was wird jetzt als nächstes getan? Also es ist 48. Wie gesagt, Caesar pro Senat. Also Rom in Caesar und pro Senat. Pro Senat war eigentlich zentral nur Ägypten. Und pro Caesar war alles andere. Kein Wunder, dass Caesar gewonnen hat. Beziehungsweise ist wirklich ziemlich ein Wunder, der hat schon öfters ziemlich alt aus der Wäsche geschaut. Es gibt auch so ein cooles Video von den neuen Leben von Caesar. Natürlich wieder von Invicta. Hier muss ich ja mal schauen, wegen der Nahrungsmittelknappheit. Das ist halt jedes Mal das Gleiche. Das ist plötzlich von positiv zu unglaublich viel negativ. Ist aber, da ist wahrscheinlich dann unsere Versorgungsflotte, die Getreideflotte aus Ägypten nicht angekommen. Das kann natürlich auch sein. Wer ist das denn? Karthago? Was macht ein Karthago da? Was wollen die? Jerusalem? Das ist unpraktisch, dass der
Der ist anscheinend erst gerade eben, oder? Der bekommt hier nichts. Nee. Habe ich den da reingestellt? Aber warum habe ich den da reingestellt? Bin ich be bescheuert? Das Problem ist ja nämlich, ja, na natürlich, wenn der überläuft, hat der die komplette fette Armee hier. So an sich könnte ich ihn ersetzen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Weil, also einerseits ist es sehr blöd, dass er da ist. Andererseits, ja, wird die Armee so schnell nichts mehr angreifen. Also das nächste, was wir machen, ist... Ja, warte mal. In 10 Runden quasi. In 10 Jahren greifen wir hier wieder durch. Deswegen kann der so lange warten. So. Das mache ich mal auch in Fischerdorf. Das habe ich jetzt in Fischerdorf gemacht. Da kommen Fische her. Es kommen überall schon Fischer her. Arim, ja, da brauchen wir jetzt auch kein Militärhafen mehr. Das ist gesichert. Pella brauchen wir. Ja, auch kein Militärhafen mehr. Hier haben wir auch kein Militärhafen mehr. Rhodos. Ja, Rhodos. Ja, doch, Rhodos behält es. Warte mal. Hier, die behalten auch den Hafen. Nikomedia. Die behalten auch den Hafen. Die auch. Dann ist es da nicht so. Wieso bauen? Ja, nee. Der kommt weg. So. Oder warte, warte. Doch, der kommt weg, weil hier ist es ja nicht schlimm, wenn das wieder zurückerobert wird. Das war ja nur so ein kleiner Abstecher von den Römern. Gut. Einmal hier. Dann. Wo ist die denn? Die scrollt mal hier runter. Ja, wobei ich kenne ja eigentlich alle schon. Du scrolltest mal. Ah, du scrolltest zurück, ja. Okay. Scoutet zurück. Du scoutest gar nicht. Die da sind alles feindliche Generäle. Ah, der hat noch was. Das ist gut. Aber naja, er ist halt schon 74, der alte Knacker. Das heißt, er wird nicht mehr lange überleben. Schade, schade, schade. Es ist immer so schade, dass die Hochkarätigen immer so schnell dann sterben, beziehungsweise bis sie hochkarätig sind, haben sie dann noch 2, 3 Runden. Und dann sind sie tot. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So.
Ja, für ja, nee. Der Krieg hat unserem Volk geschadet. Sehe ich nicht. Da ist eine Fullstack-Armee von der. Forderung gegen Saba. Hier. Ganz ehrlich, nö. Saba ist cool. Legion 9. Wer sind die? Ich weiß nicht, wer Legion 9 ist. Plus 1 Sklavenunruhe. Alter, der ist heftig. Das ist auch ein bisschen blöd. Dass man ja nicht nachschauen kann, wer nochmal die Legion 9 ist. Aber ich glaube, Legion 9, warte mal, war eine, die ich nicht brauche. Ich glaube, ich habe ja nur bis Legion 5 oder 6, die durch meine Leute. Silberne Zunge. Unsere Boden haben in ein Dorf in eine Fremde, eine Frau gefunden, die mit der Überredungskunst gesegnet zu sein scheint. Wir könnten sie als Unterstützung für zukünftige Verhandlungen mit fremden Nationen anheuern. Ja. Warte, jetzt natürlicher Tod. Nahrungsmittelknappheit. Okay. Das war eine Legion von mir. Ja, den da. Gut. Erlass erteilt. Natürlicher Tod. So. Jetzt schaue ich mal kurz. Also. Sklaven. Die kommen zurück hier. Die scoutet trotzdem da unten. Die geht mal hier hin. So, die geht mal. Hier hin. Dann den aktiviere ich wieder. Der hat was bekommen. Ja, das ist halt ja nicht für die Begleitungsarmee. Söldnereinheiten habe ich nicht. Bekehren. Unterhaltskosten. Kann man dann bestechen? Moral für alle. Unterhaltskosten, Steuern, Diplomatie. Beruf. Gut, dann mache ich mal die Moral bisschen ankurbeln. Dann Sextus bekommt. Hä? Achso,
Ich dachte, du hast es schon gerade. Dann der bekommt auch noch was, krass. Dasselbe Problem, ne? Na, dann mache ich mal wieder die. So. Also, die Nahrung bekommen wir jetzt langsam auch wieder zurück. Du machst mal Gewaltmarsch aus und gehst hier in die Stadt rein. So. Warte, du kannst auch in die Stadt rein. Du bleibst da. Ups. Gut, warte mal. Also, wir haben Legion 1, Legion 2, Legion 3, Legion 4, 5. Wir haben keine 6. Doch, weil wir gerade, also 5, 6. Gut, wir sind bei 6 schon. 7, dann 8, 9, krass. Okay, wir haben 9 Legionen, die auf unserer Seite stehen. Okay, alles klar. Gut. Dann wollen wir mal schauen, was wir als nächstes tun. Also, wir müssen schauen, dass. Ja, das Problem ist halt ja gerade, dass wir das pro Senat und pro Caesar nicht machen können. Und vor allen Dingen, 43 kam nochmal die Spaltung in Ost und West und dann 40 wurde Syrien erobert von dem Volk, das jetzt nicht mehr existiert. Vor allem, also hier ist es ja ziemlich. Ja, Chimera könnten versuchen, Syrien zu erobern, aber das wird nicht passieren. Die werden eher versuchen, hier die Türkei wieder zurückzuholen. Oder Kleinasien halt. Ja, und dann 37 wird Rom wieder vereinigt und Syrien zurückerobert. Ja. Und dann, ja, es sind halt nochmal. Warte, okay, ich rechne gerade. Also 47 bis 12. 47, ja, wahrscheinlich, ja, nicht bis 12, also bis 12 vor Christus ist Rom bei der Nordsee angekommen, also hier habe ich mir aufgeschrieben. Und so lange müssen wir jetzt nichts machen. Also ich glaube, ich skippe das dann. Also ich glaube, das spule ich vor bis zum nächsten. Oder also bis zum nächsten großen Event. Also ja. Oder wenn halt große Schlachten passieren, aber die einzigen coolen Schlachten, die jetzt noch passieren können, ist halt von der britannischen Konföderation, wenn die mich angreift. Aber sonst glaube ich, wird nicht mehr so viel passieren hier. Und dann eben nach Christus fängt es halt wieder an. Also 8 nach Christus Armenien zurückerobert. Dann 43 nach Christus Britannienfeldzug.
1187 ist dann Britannien besiegt. Das wird bei uns auch sehr viel schneller passieren, weil eben bis hier, also hier war ja Hadrianswall, das sind nur drei Städte, die man erobern soll. Und das ist halt ja richtig easy. Genau, dann 108 nach Christus kommt dann Dakia. Feldzug, das ist hier das da. Dann 8 Jahre später kommt dann Seleukidenrückschlag. Und Seleukiden gibt es ja jetzt nicht mehr. Und die Seidenstraße ist 21 oder 121 verloren. Genau, und dann 261 kam der große Rückschlag, und zwar Spanien, Gallien und Britannien wurden verloren innerhalb von 1 Jahr. Das ist halt heftig. Und dann 70 Spanien zurückerobert, Ägypten, Arabien, Syrien verloren, 3 Jahre später zurückerobert. Na. Und dann wird Gallien und Britannien wieder erobert, dann Spaltung in Ost und West, und dann greift Westen Osten an und so weiter. Also dann ist es eben, also 326. Also ich lese das alles gerade nur vor, weil ich glaube, wir sind jetzt, also ich werde wahrscheinlich eben in Dakia, Britannien, Nordsee und in Mesopotamia und hier eben das da noch erobern. Und das war's, glaube ich. Also danach ist nämlich dann, also nach 337 ist dann eben, wird Rom in drei Regionen gespalten, also in Konstantin ist Westen, dann gibt es die Mitte und dann ist halt dann noch der Osten. Dann wird es wieder vereinigt, dann wieder in West und Ost geteilt. Und dann geht halt der Untergang los. Also 413 ist Spanien und Britannien verloren. Dann 477 ist Rom verloren. Also das ist halt genau Westen und Ostrom. Und der Westen wird komplett überrannt. Und Westen nur noch in der ist nur noch in Nordfrankreich und Dalmatien. Und genau 488 ist Westrom komplett vernichtet. Und Ostrom wird zum Byzantinischen Reich. Und das ist halt sehr interessant auch. Das werde ich ja vielleicht am Schluss nochmal erzählen. Oder sagen. Dass es ja heißt, dass das Mittelalter fing mit der Eroberung von Rom. Fing ja das an. Das stimmt für Europa, aber für Ostrom war noch bis 1200 ungefähr nach Christus war Ostrom beziehungsweise Byzantinopel. Genau. Und Byzanz oder Byzantinopel hat öfters versucht, das alte römische Reich wieder zu beleben, also indem sie Italien bzw. Rom zurückerobert haben, haben es aber ständig wieder verloren, und die hatten von allen Seiten echt Trouble. Und dass der Unterschied war, also damit habe ich mich auch neulich erst mit einer Freundin von mir, die ist Türkin, unterhalten, weil warum wird im Mittelalter
in Europa vom schwarzen Mittelalter geredet und zeitgleich ist im Osten vom goldenen Zeitalter, beziehungsweise bei uns ist es ein schwarzes Zeitalter und im Osten goldenes Zeitalter. Das ist ja damit zusammenhängt, dass Rom komplett geplündert wurde. Aber das ganze Wissen und so weiter und die Errungenschaften wurden einfach vernichtet. Und das war halt im Osten nicht so. Also erstens Osten, also der Osten oder Ostrom lebte noch 1000 Jahre weiter. Zwar nicht mehr so wie die alten Römer, ist ja klar, weil das war ja multikulturelles Volk. Aber als Rom vernichtet wurde, also Byzantinopel, wurde das Wissen nicht vernichtet. Das wurde aufgenommen. Und dementsprechend hatten die Menschen im Osten, während hier in Europa oder im Mittelaltergebiet, sage ich mal, das klingt so bescheuert, weil hier war ja auch Mittelalter. Nee, aber in Europa mussten die ganzen Sachen neu erfunden werden. Und das wurde natürlich auch zum Teil von der Kirche erschwert. Warum? Weil die Völker hier im Norden, die von den Römern erobert wurden, hatten ja noch das Wissen von den Römern, also die Salben und so weiter. Also die haben sie aufgenommen zusammen mit ihrem Wissen. Und das ging nicht verloren. Aber dadurch, dass die Kirche dann kam und dass die ganzen Kelten und Nordvölker waren ja Heiden, weil sie nicht den einen Gott angebetet haben. Und dementsprechend wurde alles, was sie an Wissen hatten, ja, unchristlich, als satanisch abgestempelt, weil die Christen, beziehungsweise die Kirche, konnte nicht erklären, warum diese Kräuter jetzt plötzlich Heilkräfte haben. Und ja, deswegen war es Hexerei und sowas. Das hat no natürlich nochmal zu dem Untergang der Zivilisation ein bisschen dazu geführt, sage ich mal. Und im Osten war es eben so, dass das medizinische und das technologische Wissen von den Römern immer noch da waren und das wurde eben nicht vernichtet und dementsprechend war die Hygiene und die Medizin hier extrem fortgeschritten. Natürlich kam es hier auch zur Seuche und so weiter, aber so viel nur dazu. Ich werde jetzt mal, ich werde das, glaube ich, jetzt vorspulen. Bis zum nächsten Gefecht, weil ja, wir machen hier nicht mehr viel. Gut. Also dann. Also ich werde es wahrscheinlich trotzdem aufnehmen. Vielleicht dann etappenweise ein bisschen zeigen, wenn irgendwas Wichtiges war, aber ja. Naja, gut. Ich habe schon wieder viel zu lang gelabert. Entschuldigung. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.
müssen bestraft werden!